Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardom zu einem neuen Let's Test. Ihr seht es dort oben am Bildschirm. Wir spielen heute Castlevania Lords of Shadows, Mirror of Fate. Hä? Die Demo-Version. Ein sehr, sehr langer Titel, den wir heute testen werden. Auf geht's! Konami. Castlevania Mirror of Fate, die Demo-Version. Los geht's. Burgeingang. Okay, die Grafik hat mich gerade umgehauen. Drücke Y für Direktangriffe, X für Flächenangriffe und B, um zu springen. Kombiniere diese Handlungen, um tödliche Bewegungen auszulösen. Ich hoffe, wir kriegen hier gleich ein Tutorial. Y, B. Oh, X bringt auch was. So, oh, die Grafik ist schon mal sensationell. Die hat mich gerade umgehauen. Gehen wir mal rein in die schöne Burg. Ist ein bisschen groß alles hier. Ich vielleicht ein bisschen klein. Ich habe schon den ersten Gegner hier. Oha, hinter mir. Und beide zugleich. Sie haben gerade Erfahrung erhalten. Steigern Sie Ihre Erfahrungsstufe und schalten Sie neue Fertigkeiten frei, indem Sie Feinde töten. So, das habe ich gerade nicht getan. Ich würde gerade sagen, ich habe es getan, aber der lebt noch. Ja. Ich bin scheinbar irgend so ein Ritter der guten Seite hier, der sich hier in das verfluchte Schloss vorarbeiten muss. Wow, riesige Lichtpeitsche. X ist diese Peitsche hier, Y ist die kleine Peitsche, B ist Springen, ja, B und Peitsche, yay. Oha, der sieht nicht freundlich aus. Sieht aus wie ein Minotaurus. Sieht auch aus wie ein Endgegner. Jetzt schon. Ein Boss-Battle. Ja, er wird uns nicht durchlassen lassen. Ja, ausweichen wäre vielleicht nicht ganz schlecht. Hua, springen. Ich würde dann sagen, greift da auch mal an, aber tut er ja irgendwie. Oh, gut ausgewichen. Hopp. Weg hier. Oha, oha, weg hier. Springen meint das, meine ich natürlich. Drücke R, um einen Feind anzugreifen. Nice, das hatten wir ja auch gar nicht. Habe ich den besiegt. Neue Level, neue Fähigkeit freigeschaltet. Geil, ich hab's mal geschafft. Und dann geht's jetzt weiter, oder was? Drücke R, um es zu verwenden. Schriftrolle. Ein Geist schwebte in der Luft und verschwand in einer gewaltigen Rüstung. Ich hob mein Schild mit aller Kraft, als eine riesige Keule auf mich hinabsauste. Der erste Schlag zertrümmerte meinen Arm. Nach dem zweiten Schlag war ich ohne Schild.
Gott weiß, ich überstehe keinen dritten. Sammle auch die Schriftrollen toter Ritter, um deine Erfahrungslevel zu erhöhen. Jo. Und du so? Ah, das ist ein Heilbrunnen. Okay, jetzt kommen wir in eine unheilige Kirche. Ich mag diese Animation, ich mag diese Bildqualität, ich mag das einfach umwerfend, gut animiert, gut gemacht. Hätte ich nicht gedacht. So, geile Grafik. Fledermaus. Eine sehr wütende Fledermaus. Eine Dämon-Fledermaus, wie es aussieht. Und da kommen mehr. Da kommt die Familie. Du hast den Bumerang erhalten. Wähle ihn mit Steuerkreuz oben aus. Drücke A, um ihn zu werfen. Hätte A gedrückt, um ihn aufzuladen. Lass A dann los, um einen noch verheerenden Angriff auszuführen. Mit A mach ich das, oder? Zack, 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 zack. Okay, die eine haben wir. Bumerang weg, oder was? Ich kriege auch mit dem Schwert hin. Oder mit dem, was auch immer ich da habe. Oha, oha, was tut es da mit mir? Es will mich fressen. Wo bleibt mein Bumerang? So geht's eigentlich auch, aber... Oha, es lebt noch. Hier ist Kartoffel. Jupp. Dein Ziel wurde auf der Karte aktualisiert. Okay. Dann jetzt hier hoch. Springen und drücken sie R, um sich festzuhalten. R, um loszulassen. Nice. Bestens. Oha, da springe ich wieder zurück. So, ja, um zu verwenden. Schriftrolle. Verdammt, seien die Bestien, die Heiligkeit dieser Kirche entweiht haben. Als hätte es nicht schon gereicht, dass sie die Gemälde zerstörten, die Bänke verbrannten und die Statuen zerschlugen. Sie haben das heilige Kreuz mit einer Blasphemie ersetzt. Ich schwöre bei meiner Ritterehre, dass ich diesen Ort vor allem Bösen befreien werde. Okay, er ist scheinbar tot, also ich würde mal sagen, hat es nicht so ganz geschafft. Hat er nicht so ganz geschafft. Geklappt hat es auch nicht. So, jetzt bin ich hier. Und nu. Jetzt hänge ich ein bisschen rum. Ah, dann geht's weiter. Hui, nicht runterfallen. Hoppla. Und zack. Da drüben. Okay. Okay, dann geht's noch höher. So lang. Langsam kriege ich irgendwie Höhenangst. Oha, zu Recht. Sind wir da oben hier. Macht kaputt. Okay, was ist jetzt passiert? Das Ziel wurde auf der Karte aktualisiert. Gut, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, da jetzt runterzuspringen.
halte nach unten, um anzuhalten und runterzusteigen. Ah. So, zack, zack, zack und zack. So, dann bin ich jetzt wieder hier. Dann kann ich hier rüber. Und zack, hier und hops. Dann bin ich hier rüber und da sind wir dann auch schon sicher. Und wo geht's weiter? Hier jetzt glaube ich nicht lang. Und doch, soll ich hier runter? Uft. Oha. Ein Poltergeist. Hier kann ich mich wieder heilen. Perfekt. Hier finde ich irgendetwas. Schriftrolle. Als ich in die Tiefen der Gruft vordrang, vernahm ich das mitleiderregende Schluchzen einer Frau wegen ihrer Liebe zu einem Ritter, der sie Bernhard verraten hatte. Bernhard! Mein Bernhard! Warf sie sich in die Grube, um ihn zu suchen. Seit Jahrhunderten hallt ihr Trauer von den Wänden der Katakomben unter dem Licht eines Schutzengels wieder. Aha. Du bist der tote Ritter, der sie suchen wollte. Zerstören Sie die Fächer, um Munition zu erhalten. Ja, okay. Munition war es bestimmt nicht. So. Da muss ihn wohl irgendjemand kurz vor dem Eingang getötet haben. Die ist nicht sehr weit gekommen, der letzte Ritter. So, und wie komme ich jetzt da durch? Dein Ziel wurde auf der Karte aktualisiert. Aha. Bumerang weggeworfen. Und ist ja wieder. Ist die Eigenschaft von Bumerangs. Da wirft jemand mit Fackeln. Ja, komm. Ich komm zu dir hier. Mach dich fertig. Und nun da hoch. Die Gruft. Friedhof. Okay, was haben wir hier? Oh, weitere Gegner. So, euch kriege ich. Mittlerweile weiß ich, wie man kämpft. Ich mach euch zu Brei. Arbeite euch zu einem Eintopf. Ich mach Eintopf aus euch. Skelettviecher. Da kommt zwar nicht viel Eintopf raus, aber der Große ist hier nicht so, ja. Nicht so erfreut über mich. Die Kleinen, die kriege ich doch hin, aber die Großen sind etwas widerspenstiger. So, darf ich dann mal weiter? Eine Schatztruhe. Zu schwer. Du hast maximale Menge an Munition erhöht. Ja, yep. Und jetzt? Und nu? Was mache ich jetzt mit meiner maximalen Menge an Energie? Durch das Tor komme ich damit nicht. Und wieder zurück. Zurück in der Gruft. Oh, der schon wieder. Mein Freund. So, mein Freund. Du bleibst hier. Ich muss da mal wieder runter. So, da. Alles schön und gut, aber. Oha! Jumpscare. Wie komme ich zu meinem Ziel?
Naja, ich würde sagen, hören wir jetzt mal auf. Ich weiß nicht, wie lange der Part schon ist. Das soll ja nur ein Netztest sein. Ja, kleines Fazit zur Sache. Habe ich schon gesagt, die Bildgrafik und die Grafik, die Qualität ist richtig genial mal. Also davon 10 von 10. Punkten dafür. Ja, der Kampfmodus macht schon Spaß. Der Bossgegner hat mich jetzt ohne Heilungsgegenstände irgendwie ein bisschen, ja, habe ich ein paar andere für gebraucht. Überfordert will ich nicht sagen, aber es hat mich dann doch sehr gefordert. Heil-Items wären da richtig nice. Aber ich mag die Möglichkeit, dass man sich nach dem Bosskampf heilen kann in solchen Statuen. Das ist auch eine kreative Sache. Auf jeden Fall. Aber ja, ich könnte es mir vorstellen, in ferner Zukunft mal als Play zu spielen, ist mal was anderes. Meine Abwechslung zu Mario und Pokémon und so weiter und so fort ist mal ein anderes Genre. Wird mir, glaube ich, auch Spaß machen mit der Zeit. Ja, und dann würde ich mal sagen, ein Daumen nach oben, soll es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, dann habt noch einen angenehmen, fröstlichen Abend oder eine Nacht. Gehabt euch wohl, haut rein.